Das Orgelporträt. Die Österreich-Orgel in Floh. Floh ist ein Ortsteil der Einheitsgemeinde Floh-Seligenthal im Landkreis Schmalkalden-Meiningen im fränkisch geprägten Süden des Freistaats Thüringen. Floh liegt im Norden des Landkreises Schmalkalden-Meiningen an einem Südwesthang des Thüringer Waldes und direkt am Rennsteig. Der Ort mit seinem einprägsamen Namen befindet sich an der stetig aufwärts windenden Landesstraße 1026, die über Kleinschmalkalden und den Heuberg führt. Sie überquert den Thüringer Wald. Durch Floh verläuft der Mommelstein-Bahnradweg. Die Geschichte Flohs ist immer eng mit der Entwicklung der Stadt Schmalkalden und der Herrschaft Schmalkalden verbunden gewesen. Vom Main her siedelten sich im frühen Mittelalter die Franken zunächst am Rande des Gebirges an, was Siedlungen wie Schmalkalden entstehen ließ. In einem hennebergischen Urbar wird Floh 1340 dann erstmals urkundlich erwähnt. Der Ortsname geht auf das mittelhochdeutsche Wort Flowe, was so viel heißt wie waschen oder spülen, zurück, das auch dem Flohbach seinen Namen gab. 1537 passierte Martin Luther auf seiner Reise zum Konvent nach Schmalkalden den Ort Floh. Zusammen mit dem gesamten Amte Schmalkalden gehörte auch Floh ab 1583 zur Landgrafschaft Hessen-Kassel und später dann zum Kurfürstentum Hessen. Der daraus hervorgegangene Landkreis Herrschaft Schmalkalden wurde erst 1944 nach Thüringen eingegliedert. Bis dahin gehörte es als Exklave zur Provinz Hessen-Nassau. 1994 schlossen sich Floh, Seligenthal und Hohle Born zur neuen Gemeinde Floh-Seligenthal zusammen. Die evangelisch-reformierte Kirche in Floh wurde 1712 erbaut. Mit ihrem prächtigen gemalten Wolkenhimmel zählt sie zu den schönsten Bauernbarockkirchen der Umgebung. Vor diesem Neubau stand an derselben Stelle schon eine ältere Holzkirche. Am Ostersonntag 1712 wurde der erste Gottesdienst gefeiert. Insgesamt kostete die Kirche 3.064 Taler. Die prachtvolle spätbarocke Orgel wurde 1788 bis 1789 erbaut. Ihr Meister ist Johann Markus Österreich aus Oberbimbach bei Fulda. Übrigens hieß er nicht Österreich, wie in den meisten Aufsätzen zur Floher Orgel zu lesen ist, sondern tatsächlich Österreich mit OE am Anfang und ohne die dritte Silbe in der Mitte. Orgelwerke von Johann Gottfried Vierling begleiten uns durch dieses Orgelporträt. Vierling, der ab 1768 im benachbarten Schmalkalden wirkte und der 1789 auch zur Orgelabnahme in Floh kam. Zu Beginn hörten wir das Choralvorspiel »Schwing dich auf zu meinem Gott«. Als nächstes folgen drei weitere Choralbearbeitungen aus der Feder Vierlings »Werde munter, mein Gemüte«, »Ach, was soll ich Sünder machen« und »Freu dich sehr, o meine Seele«. Thank you.
Johann Marcus Oestreich war der bedeutendste Vertreter der Orgelbauerfamilie Oestreich, die über 5 Generationen und fast 1,5 Jahrhunderte hinweg den Orgelbau in Osthessen und darüber hinaus maßgeblich prägte. Geboren wurde er 1737 in Oberbimbach bei Fulda. Wo er sein Handwerk erlernte, ist nicht sicher. Man vermutet aber eine längere Zusammenarbeit mit Philipp Ernst Wegmann in Frankfurt, bevor Johann Marcus ab Mitte der 1760er Jahre zusammen mit seinem Vater Jost Oestreich mit eigenen Orgelarbeiten nachweisbar ist. Die Empfehlung nach Floh kam vermutlich über Johann Gottfried Vierling zustande, der über zahlreiche freundschaftliche Beziehungen ins Fuldische verfügte und dort die Oestreichs und ihre Werke kennengelernt haben dürfte. Am 3. Juni 1789, 8 Tage nach Pfingsten, wurde die Orgel schließlich durch Vierling abgenommen. Sie hatte 25 Register auf 2 Manualen und Pedal, dazu einen Tremulanten und eine Manualkoppel. Im 19. Jahrhundert erfolgten nur kleinere Reparaturen und Veränderungen durch die in Floh ansässige Orgelbauerfamilie Hilpert. 1851 baute Martin Friedrich Hilpert ein Flauto Dolce Vierfuß ein und änderte die Zuordnung der Manualklaviaturen zu den Werken. Seither wird das Hauptwerk vom ersten Manual aus angespielt. Im Ersten Weltkrieg wurden, wie üblich, die Prospektpfeifen abgegeben und schon Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der historische Wert des Instruments allgemein anerkannt. 1960 wurden kleinere Veränderungen durch die Firma Schüssler in Greiz vorgenommen. So wurde damals die bis dahin noch originale Trompete 8 Fuß im Hauptwerk gegen ein neues Register ausgetauscht. Aber in ihrer Grundsubstanz blieb die Orgel über alle Zeiten hinweg mehr oder weniger unangetastet. Die Akten zum Orgelbau wurden erst im Zuge der Restaurierungsvorbereitungen Anfang des 21. Jahrhunderts durch den um die Restaurierung der Orgel sehr verdienten Ortschronisten Rainer Erbe aufgefunden. Bis zur Auffindung des Kontrakts zwischen Oestreich und der Gemeinde im Jahre 2002 galt die Orgel als Werk eines unbekannten Erbauers. Bei der 2002 bis 2008 durch die Firma Orgelbau Waltershausen durchgeführten Restaurierung konnte man für die Ergänzung der wenigen fehlenden Teile nun gezielt Vorbilder in anderen Oestreich-Orgeln heranziehen. Hören wir 3 weitere Choralvorspiele Vierlings. O Lamm Gottes unschuldig, Zion klagt mit Angst und Schmerzen und Wenn mein Stündlein vorhanden ist.
Österreich-Orgel in Floh besitzt 26 Register auf zwei Manualen und Pedal. 23 Register hiervon sind original erhalten, ein besonderer Glücksfall, denn in keiner anderen Orgel sind geschlossen mehr unveränderte Österreich-Pfeifen auf uns gekommen als in Floh. Prinzipal, Gemshorn, Gedackt und Viola di Gamba 8 Fuß bilden die Grundlage der 13 Register umfassenden Hauptwerksdisposition, die von einem Quintertön 16 Fuß grundiert wird. Oktave, Spitzflöte und lieblich gedackt 4 Fuß, eine Quinte 3 Fuß und eine Oktave 2 Fuß ergänzen das Klangbild und bekrönt wird es von einer vierfachen Mixtur und einer dreifachen Zimbel. Mit Ausnahme des Prospektprinzipals 8 Fuß sind alle Register original erhalten. Die Trompete 8 Fuß wurde nach dem Vorbild der einzig erhaltenen Österreich-Trompete in Niedermoos rekonstruiert. Das Oberwerk besitzt 8 Register mit Quintertön, Flauto Traverso und Salizional 8 Fuß, Prinzipal 4 Fuß, Flageolett 2 Fuß, Quinte 1/1 Fuß und einer dreifachen Mixtur finden wir hier eine ganz typische Johann Markus Österreich-Disposition vor. Das Flauto Dolce 4 Fuß von Martin Friedrich Hilpert 1851 ergänzt, besitzt selbst hohen Seltenheits- und Denkmalwert und wurde darum beibehalten. Das Pedal enthält Subbass, Violon- und Posaunenbass 16 Fuß, einen Prinzipalbass 8 Fuß und einen Oktavbass 4 Fuß. Eine Manualkoppel, eine Pedalkoppel und ein Tremulant ergänzen die Klanggestalt. Nahezu unverändert von Johann Markus Österreich erhalten sind das Gehäuse, die Windladen, die Spielanlage, die Registertraktur und 23 von insgesamt 26 Registern. Lediglich die Balkanlage und der größte Teil der Manualtraktur wurden im Laufe der Zeit vollständig erneuert. Die Gemeinde in Floh besitzt nach der Restaurierung ein bedeutendes und wertvolles Instrument, ja ein Glanzpunkt im Schaffen der Orgelbauerfamilie Österreich und eines der Schlüsselinstrumente der so ungemein reichen thüringischen Orgellandschaft jener Zeit. Es steht seinen Schwesterinstrumenten würdig zur Seite, allen voran der berühmten Österreich-Orgel im hessischen Niedermoos, die komplett original erhalten ist, allerdings mit 21 Registern auch etwas kleiner ist als die Orgel in Floh. Freundschaftliche Beziehungen unterhielten die Österreichs und auch Johann Gottfried Vierling zur Fulda Musikerfamilie Henkel. Von Georg Andreas Henkel, 1805 geboren, hören wir abschließend mit dem vollen Werk eine zu Lebzeiten Henkels unveröffentlichte Fuge, deren Manuskript erst 2015 in einem Wiener Privatarchiv aufgefunden werden konnte.